und herzlich willkommen zurück zu unserer Halloween-Lifestyle-Sendung. Gleich geht es weiter mit einer Geistertour durch die dunkle und gruselige Lungenheilanstalt im Grabowsee. Was uns da so passiert ist, seht ihr jetzt. Ende des 19. Jahrhunderts wurde die Heilstätte Grabowsee als Klinik für tuberkulosekranke Männer gebaut. Nach dem Zweiten Weltkrieg nutzten die Sowjets das Gelände als Kaserne. Seit 1995 stehen die Gebäude leer und das einstige Prestigeobjekt verfällt zusehends. Trotz oder gerade deswegen wecken die Ruinen das Interesse von Anhängern des Überirdischen. Nach einer Stunde Fahrt ist das Ziel erreicht, die Lungenheilstätte Grabowsee. Die Anspannung steigt. Was wird uns in dieser Nacht erwarten? Die Geistersuche beginnt. Seitdem ich ein kleines Kind bin, habe ich damit zu tun. Alleine durch familiär und meinen Bekanntenkreis habe ich sehr viel mit religiösen, spirituellen Menschen zu tun, wo es der Glaube so oder so da ist, dass man weiß, dass es mehr gibt als nur das, was wir jetzt hier sehen. Ja? Ich habe als kleines Kind durch den Todesfall meiner Oma, denke ich, hat sich das Portal noch mal extrem geöffnet. Also für mich war das schon immer ganz normal. Das ist nicht aus Witzigkeit, ich brauche jetzt ein Hobby, ich will ins Fernsehen, sondern ich habe das gemacht, weil mich das interessiert. Mingi Gerhold führt uns durch die alten Gemäuer. Die Geisterjägerin hat kein bestimmtes Ziel. Sie verlässt sich allein auf ihr Gespür. Ich bin halt sehr feinfühlig. Ja, ich spüre Dinge. Wie gesagt, ich habe seitdem ich ein kleines Kind bin schon bestimmte Träume gehabt, Sachen, die dann eingetreten sind. Das ist halt einfach etwas, wie jemand wird geboren, ist ein perfekter Sänger. Ja, weil das sind einfach Talente, manche haben halt von manchen Sachen ein bisschen mehr. Ja? Und bei mir ist es anscheinend, ich bin sehr, hab da irgendwelche Sinne, die eben reagieren. So wie ich jetzt mit dir sitze, wie ich dich wahrnehme, kriege ich mit. Ja, an eine Präsenz, das kann ich nicht erklären, entweder an den Schultern kriege ich es mit, so Haare ein bisschen hochgehen oder einfach von der Luft, die ich atme. Ich spüre das. Ich kann es nicht erklären. Also ich finde auch, die Energie ist total bedrückend, oder? Das ist sehr bedrückend hier in dem Raum. In einem der langen Flure bemerken Mingi Gerhold und ihre Assistentin Monika etwas, das ihr Interesse weckt. Die beiden Frauen verspüren einen Druck auf der Brust. Für Mingi Gerhold ein Zeichen einer paranormalen Präsenz oder, wie es die Berlinerin nennt, Wesenheiten. Zieh ruhig Energie von mir, du kannst von allen von uns Energie ziehen, wir sind hier für euch. Komm zu uns in den Kreis. Wie auf Knopfdruck schaltet sich unsere Kamera aus. Erst Sekunden später ist das Gerät wieder einsetzbar. Also wir haben diese Kälte auf einmal wahrgenommen. Und wir wissen, dass es hier Kälteunterschiede gibt, aufgrund dessen, dass wir hier in Gemäuern rumlaufen. Ja? Aber seitdem wir hier sind, kriegen wir halt mit diesen Druck, was ihr auch mitbekommen habt. Ich habe im Vorfeld schon gesagt, die können sich aussuchen, beziehungsweise die nehmen sich das, um sich zu präsentieren. Die müssen nicht mit diesem Gerät kommunizieren, die kennen vielleicht gar kein Gerät. Ja? Die bedienen sich an unseren Seelenauren sozusagen, um Energie zu ziehen. Was ich ja auch, wenn ich sage, wenn wir uns vorstellen, dann sage ich bitte, ihr könnt jetzt Energie ziehen von mir und ziehen sich aber auch von euch und von den Geräten. Und es ist ja interessant, dass wir gerade 5 Minuten anfangen und eure Kamera ausgeht, obwohl alle Balken dran sind. Also das war das erste Zeichen. Im einstigen Theatersaal herrscht eine gespenstische Dunkelheit. Nur die Nachtsichtkamera ist empfindlich genug für Aufnahmen. Also vorhin sind die Kameras ausgegangen. Vielleicht kannst du sowas dann nochmal machen. Dankeschön. Tausend Dank. Wunderbar. Dankeschön. Kannst du das noch einmal machen? Nimm dir noch mal alle Energie und bitte mach das noch einmal. Oh, danke schön.
Wow! Also es ist wirklich so, dass ich sowas von routiniert mittlerweile bin. Es geht auch nicht, wenn man so etwas machen möchte, dass man mit Angst dort rangeht. Also ich gehe total neutral ran, überhaupt nicht mit großen Vorsätzen oder heute hoffe ich, catche ich das Megaphänomen. Das sind alles Energien, die sowas eigentlich nur ja, im Negativen manipulieren. Uns als Kamerateam ist mulmig zumute. War das ein Geist? Micky Gerhold und ihre Assistentin Monika wollen weiter. Eine zu lange Pause stört den Energiefluss, meint die Geisterjägerin. Während wir weiterziehen, lassen wir eine der zwei Nachtsichtkameras im Theatersaal zurück. Was diese aufzeichnet, dazu später mehr. Kurz nach 24 Uhr. Während einer kurzen Drehpause in einem der schier unzähligen Gänge und Flure bemerken Ghost Hunter-Assistentin Monika und unsere Kamerafrau eine merkwürdige Lichtkugel. Gesehen, was wir nicht mitbekommen haben. Ja, also während ihr euch beide unterhalten habt, habe ich mit Sophie gesehen, wie hier von sozusagen rechts nach links eine kleine Lichtkugel rüberflog. Also das war gerade total interessant. Und hier ist anscheinend eine Krankenschwester und zwar wirklich aus diesem Raum. Und ich hatte euch ja noch gar nichts erzählt. Wir sind ja einfach weitergelaufen, weil wir erstmal unser Interview machen wollen. Und das ist echt interessant. Um 1.18 Uhr beenden wir das Experiment am Grabosee. Natürlich hat das Berliner Dungeon auch Halloween gefeiert. Mit Angelina Heger. Sie hat sich auch schminken lassen und ein bisschen im Dungeon rumgespukt. Lasst euch überraschen. Nichts passt besser zu Halloween als das unheimliche Dungeon. Alle Besucher werden ordentlich erschreckt und in Halloween-Stimmung gebracht. Das wollte sich auch die ehemalige Bachelor-Teilnehmerin Angelina Heger nicht entgehen lassen und ließ sich als verrückte Marie Nietzsche verkleiden. Als Freudenmädchen verbreitet sie Angst und Schrecken. Damit ihr euch von den gruseligen und dunklen Bildern erholen könnt, gibt es jetzt für euch eine Ausstellung. Von der großen Bühne direkt ins Museum. Was im ersten Moment nicht unbedingt verheißungsvoll klingt, ist einen Besuch aber allemal wert. Denn ab sofort können alle Berliner preisgekröntes Kommunikationsdesign im Museum für Kommunikation bestaunen. Best Communication Design. Red Dot Winner Selection 2014 nennt sich das Ganze und präsentiert werden Exponate aus den Kategorien Product Design, Communication Design sowie Design Concept. Klingt trocken, lohnt aber einen ersten und auch einen zweiten Blick auf die Ausstellung im Museum für Kommunikation. Denn hätten Sie gedacht, dass sich hinter dieser altmodischen Diskette ein USB-Stick verbirgt? Also man sieht hier im Museum die Creme de la Creme des diesjährigen Wettbewerbs. Das sind die von uns sogenannten Best of the Best Arbeiten.
sind die Besten der Besten. Und das sind ungefähr 1,2% aller eingereichten Arbeiten, die diese Auszeichnung bekommen haben. Also es ist schon wirklich was ganz Besonderes. Und insofern ist es für die Besucher sehr schön, weil sie wirklich nur das Beste zu sehen bekommen. Und auch sonst weicht die Ausstellung ab von dem, was man üblicherweise in einem Museum erwartet. Na, wir haben unterschiedliche Präsentationsformen. Natürlich vom Wandkalender, den man auch mal durchblättern darf, über Poster, die an der Wand hängen und eben auch sehr viel Medien wie Filme auf dem Computer anzuschauen, Computerspiele, die man hier spielen kann. Also es ist ein sehr, ich sag mal, eine ungewöhnliche Präsentationsform für ein Museum. Aus über 7000 Einreichungen durften nur die besten 101 Arbeiten in Berlin bleiben. Und die sollten Sie sich unbedingt anschauen. Noch bis zum 18. Januar 2015 täglich, außer am Montag, im Museum für Kommunikation in der Leipziger Straße 16 in Berlins Mitte. Mehr Infos unter red-dot.de und mfk-berlin.de. Das war's auch schon wieder von unserer Halloween-Sendung. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr habt euch ein wenig gegruselt oder ihr konntet euch ein paar Tipps holen. Ich denke mal, dass ich mit meinen Schminkkünsten nicht genauso treffe wie unsere Visagistin und von daher habe ich auch so schon ein Kostüm und gehe dann einfach als gruseliges Schneewittchen. Bis nächste Woche und gruselige Halloween.